Wir haben Majestics Gedankenkontrollprogramm einen Riegel vorgeschoben, doch das hält sie nicht lange auf. Wenn wir aber die geballte Macht des Fernsehens nutzen... Könnten wir dem ganzen Land eine Gehirnwäsche verpassen? Wir können unser Signal ganz einfach auf normalen Fernsehfrequenzen übertragen. Wir brauchen dazu nur eine gute Tarnung, eine Person, der die Menschen vertraut. Meine Recherchen lassen nur eine Möglichkeit zu. Ein Fernsehmoderator namens Bird Wither, aber er ist untergetaucht. Vielleicht hat er mitbekommen, was du mit dem schläfrigen Ernst gemacht hast. Verzeihung, wenn ich so gerade herausfrage, aber du bist doch ein Außerirdischer, nicht wahr? Wie hast du das erraten? Ich wusste es! Meine Gebete wurden endlich erhört! Im Namen aller Nationen der Erde heiße ich dich auf diesem Planeten willkommen, oh Freund aus einer anderen Welt. Toll, danke. Das bedeutet mir viel. Genug Smalltalk! Wir brauchen diesen Bird Wither. Wo ist er, erbärmlicher Menschenspinner? Ihr wollt Bernd Wither? Ihr sollt ihn haben! Folgt mir! Perfekt! Bitte folge mir! Folgt dem Spinner! Es ist egal, dass er verrückt ist! Er ist unsere einzige Spur! Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen verrückten Folge Destroy All Humans. So, wir folgen jetzt mal diesem verrückten Mann, ja. Er will uns sogar freiwillig helfen, das wundert mich, ja. Aber nun gut, Hilfe ist gern gesehen. So, dann folgen wir ihm mal. Ich verstecke hier geheime Sachen. Nichts Besonderes. Nur meine Baseballkarten, meine Kronkorkensammlung und meine Aufzeichnungen zur Superspring-Theorie. Aber sag's keinem, okay? Scan mich! Sie haben den Ort mit elektrischen Kraftfeldern gesichert. Du kannst sie aber deaktivieren, indem du einfach auf den Generator schießt. Geh besser unauffällig vor. Sie haben auch überall Schützennester verteilt, besonders auf der Seite zum Wasser hin. Pass auf die EMP-Minen auf. Davon haben sie auch einige ausgelegt. Okay, das ist wirklich alles ziemlich gut gesichert. Was du findest, wenn du drauf spuckst. Du kannst doch menschliche Form annehmen, oder? Du könntest dich getarnt einschleichen. Aber nur eine ganz bestimmte Tarnung könnte dir da helfen. Mann, ich liebe Bird Wither. Auch wenn er mich in diesem Fernsehinterview einen Spinner genannt hat. Er hat gesagt, Fusionsreaktionen bei Zimmertemperatur könnten niemals funktionieren. Aber das hätten sie, das weiß ich, wenn ich nur die Finanzen... Hey, der Koch von dem Diner bringt immer Essen zu Bird Wither. Er ist der Einzige, der an dem Kraftfeld und den Wachen vorbeikommt. Wenn dieser verrückte Wissenschaftler recht hat, wird Bird Wither streng bewacht und nur der Koch darf zu ihm. Du solltest den Koch benutzen, um zu Bird Wither zu kommen. Dringe in die Militärbasis ein. Gut. Das sollte ich doch hinbekommen. So. Das Chili wird sich noch die ganze Nacht mit mir unterhalten. Ich bin bereit. Ich brauche aber noch mal ganz fix jemanden zum Scannen. Ich sollte dieses Wochenende endlich mal nach Jersey hochfahren und Onkel Tony besuchen. So, jetzt hier hinten lang. Crypto, sei extrem vorsichtig. Diese Zone scheint schwer befestigt zu sein. Dieser Bird Wither muss irgendwo hier sein. Armquist ist mein Held. Oh oh. Oh oh. Heute ist ein guter Tag, um übermäßige Gewalt anzuwenden. Ach was. Jeder Tag ist ein guter Tag dafür. Mein Schleifer ist ein echt harter Brocken. Essen für Mr. Wither. Moment mal, Junge, nicht so schnell. Ich möchte Beweise, dass du bist, wer du sagst. Was zum Beispiel? Ich möchte Antworten, Schlaumeier. Wie heißt du?
Carmine, der Koch. Geht das hier auch schneller? Was ist deine Aufgabe? Dieses Essen zu Bird Wither zu bringen. Okay, bestanden. Und wie wäre es das nächste Mal mit ein bisschen Knoblauchbrot für deinen liebsten Wachmann der Gegend, hä? Ein geheimer Eingang. Es ist einfach zu süß, wenn diese Affen versuchen, ihre Hirne einzusetzen. Gut, wir sind drin. Verdammter Dr. Oppenheimer! Trägt der glatt dieselbe Fliege wie ich? Dämliche Amerikaner! Wo bleibt das Hacksteak für Mr. Wither? Er ist am Verhungern. Ist es denn so schwer, ihn zu finden? Die Treppe rauf im ersten Stock der Docks. Gut, hier oben haben wir ihn. Hallo. Da wären wir. Bitte, tu mir nicht weh. Ich tue alles, was du sagst. Ich schwör's. Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Na los, Bertie Boy. Ich hab eine kleine Aufgabe für dich. So, wir müssen ihn jetzt zu unserem Raumschiff bringen. Warte mal. Ich bin sowas von bereit dafür. Ruhig bleiben. Komm schon. Jawohl. Nächsten, bitte. Eine Feldraubratte, was? Dörfer in Korea niedergebrannt. Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Nächsten, bitte. Pass auf! Jawohl. Sind schon mal ganz gut dabei. Mit unserer Aufgabe hier, die wir noch so als Bonus haben. Mit dem Sprengstoff. So. Komm schon, ich bräuchte mehr hier auf einem Haufen. Das wäre am besten aber. Warum hast du das getan? Sprengstoff mitnehmen. So. Wo haben wir hier wieder welche? Komm schon, ich will die Bonusaufgabe schaffen. Jawohl, komm, geh hoch. Sehr gut. Einmal hier hinter. Das explosive Zeug mitnehmen, ja. Einmal da hinten drauf. So, hier war auch noch irgendwo was. Moment, wo ist das hin, wo ist das hin, wo ist das hin? Nein, nein. Lass das sein. Gut. Einmal kurz hier raus. Hier haben wir wieder ein bisschen was Explosives. Jawoll. Komm schon. So. Oh jawohl, dort hängt viele auf dem Haufen. Komm schon. Noch einen müssen wir mit Sprengstoff ausschalten. Das müssen wir hinbekommen. Los. Da hinten haben wir noch Sprengstoff. So. Jawohl, Bonusziel geschafft. Sehr gut. Schnell, Crypto. Näher ran. Der Scanner ist außer Reichweite. Okay. Und schnell hier hinter. Schnell hier hinter. So.
Jawohl. Rempel mich nicht an, lass es einfach, okay? Sehr gut. Hey! Ja, ich muss sagen, die Mission gefällt mir. Okay, dort vorne sind ein paar Fahrzeuge von denen. Und so weiter, die jagen wir mal fix hoch. So. Und her. Jawohl. Geschafft. Sehr gut. Das hätten wir. Auftrag erfüllt. Ja, und auf jeden Fall auch sehr freundlich von dem einen Menschen, der uns geholfen hat. Aber naja, da war ein bisschen verrückt. Aber ich denke mal, den werden wir bestimmt nochmal wiedersehen. Wir haben den jetzt bestimmt nicht nur dieses einmal getroffen. Der wird 100 pro nochmal vorkommen. Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig persönlicheres? So, hier erstmal wieder ein bisschen was verbessern. Zack. Sehr gut. So, und hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Die würde ich eigentlich mal probieren. Obwohl, ich würde sagen, wir erkunden jetzt mal hier diese eine Region, ja, und werden einfach mal nach ein paar Sammelobjekten schauen, ein paar Gehörner sammeln. Das machen wir jetzt mal noch. Einfach mal ein bisschen was noch sammeln und so weiter. Und ich frage mich auch, wann es wieder mal in ein neues Gebiet geht. Aktuell sind wir ja meistens nur hier in dieser Region. Aber ich muss sagen, mittlerweile gefallen mir die Story-Missionen noch richtig gut aktuell hier. Die wir so haben. Auch die jetzt eben, die war richtig klasse, wie ich finde. Also sie hat Laune gemacht. Und Lust auf mehr, sagen wir es mal so. So, erstmal ein paar Gehirne sammeln. Hilfe! Jawohl. So, wir suchen dann jetzt einfach mal nach ein paar Sammelobjekten hier. Und nebenbei sammeln wir auch noch Gehirne. Ah, hier hinten drin sehe ich sogar eins. Ein Sammelobjekt haben wir schon mal. Sehr schön. Wie viele haben wir hier noch? Ja. Gar nicht mal mehr so viele. 17 Stück nur noch von 50. Wäre cool, wenn wir die alle jetzt finden würden. Aber ich wage zu bezweifeln, dass wir die alle jetzt hier finden. Da das Gelände hier natürlich auch groß ist. Dann zeig mal, was du drauf Grundgült. Hast. Pass bloß auf! Mein Gefühl sagt mir, eines der Bonusziele ist bestimmt hinten bei der Basis von den Agenten. Wenn nicht sogar mehrere Sammelobjekte sind. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt dort hinter. Und schauen dort einfach mal, was wir so finden können.
So. Was machst du? Komm schon. Hilfe, ich hänge im Wasser. Aber ich komme hier nicht durch. So, sehr gut. Jawohl. Jetzt kommen wir hier rein. Und hier waren wir eben schon in der Mission. Aber vielleicht gibt es hier irgendwo noch ein Sammelobjekt oder so. Wer weiß. Was? Deswegen schauen wir jetzt einfach mal hier nach. Ob wir hier vielleicht irgendwo etwas haben. Ja, hier. Jawohl. Sehr gut. Na, haben wir hier noch irgendwo was? Wir schauen mal weiter. Wir sammeln hier auch nebenbei diese ganzen Gehirne. Und vielleicht hier hinten? Aua! Hilfe! So, komm. Geh hoch! Geh hoch! Jawohl! Fliegen auch gleich mal hier nach oben und schauen da auch mal noch nach, ob wir dort was finden. Ja, also hier unten ist glaube ich nichts mehr. Nein, hier unten ist auch nichts mehr. So, hier oben bei dem Leuchtturm war ja mal ein Sammelobjekt, das hatten wir ja mal geholt. Okay, dann glaube ich ist hier oben aber auch nichts mehr. Naja, also hier haben wir alles. Hier haben wir jetzt wirklich alles mitgenommen, was geht. So, dort hinten sehe ich doch was. Jawohl. Sehr gut. Noch eins haben wir. Kommunisten, wir werden angegriffen. So. Gib du mir mal dein leckeres Gehirn. Gehirn. Hier sind ein paar Soldaten. Ja, die mal wegmachen. Und natürlich auch die Gehirne mitnehmen. Mein Kopf! Ja, dein Kopf. Der gehört jetzt zu mir. So, her damit. Immer schön her damit. Na, du bist der Nächste. Mama! Ja, wir sollten ganz gut DNA jetzt wieder hier eingenommen haben. Noch 15 Sammelobjekte. Ja, noch 2 würde ich wenigstens jetzt hier gerne haben wollen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Tanz für mich! Los, tanz! So, wir machen wir hier lang. Und schauen mal. Grundgültiger, es ist ein Außerirdischer. Ich denke mal, irgendwo hier zwischen den Häusern wird noch was sein. Extraterrestrisch! Irgendwo hier. Hilfe! Wir werden von Zwergen angegriffen! Dazu muss man aber auch sagen, zwischen den Häusern. Sind viele kleine Ecken, ja, wo sowas versteckt sein könnte. Wow. Was? Muss man natürlich auch ganz klar sagen. So. Kommunisten! Wir werden. Bam. Wir machen jetzt nur hier so ein kleines bisschen lang und danach würde ich sagen, reicht es dann auch. Immerhin haben wir dann ein paar hier wiedergefunden. Mama, wir wollen unsere Lebensart ver... So, Gehirn her, bitte. Kreaturen aus dem Weltall! Da! Da ist noch eins, jawohl.
Da haben wir noch ein Sammelobjekt. Hier oben. So, sehr gut. Mal sehen, haben wir noch irgendwo ein hohes Gebäude oder so? Können wir sogar vorstellen, dass vielleicht sowas irgendwo auf einer Palme mal ist. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Das reicht nun, würde ich sagen. Obwohl, komm, wir nehmen noch die paar hier am Strand. Die paar nehmen wir noch. So, kommt her. Jawohl. So. Ich würde sagen, die DNA reicht. Das ist, glaube ich, genug. So. Jetzt können wir zum Mutterschiff. Und mal sehen. Ich denke mal 1000 noch was haben. Na, irgendwas mit 1000. Komm nur näher. 2000. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us. Okay, das heben wir auf, weil wer weiß, vielleicht schalten wir ja bei der nächsten Mission wieder irgendwie eine neue Waffe oder sowas frei. Und dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir dann die nächste Mission. Lasst gerne wieder eine Bewertung da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar und empfehlt mich auch gerne weiter. Das war's. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüssi.